Dr. Christoph Schumacher, wir stehen hier im Freigelände der K 2022. Hinter uns der Arburg Pavillon. Ich würde mal sagen, mit dem Sie in diesem Jahr den Vogel abgeschossen haben. Denn es gab kaum ein Exponat, kaum eine Fläche, die mehr Aufmerksamkeit und Redestoff geliefert hat als dieser Pavillon. Wann kamen Sie auf die Idee? Ja, das ist jetzt durchaus schon 2 Jahre alt, diese Idee. Als wir begonnen haben, im Zusammenhang mit dem VDMA über die Circular Economy Forum nachzudenken und über einen eigenen Pavillon, haben wir relativ von Anfang an uns überlegt, dass es dieses Thema wert ist und diese Messe auch verträgt, hier etwas Besonderes zu machen. Jetzt haben Sie ja in der Halle 13 einen, sagen wir mal, nicht kleinen Messestand, wo Sie Ihre Maschinen, Ihre Exponate ausstellen. Hier haben Sie noch mal einen sehr großen Pavillon nachgelegt. Das ist ja auch eine unternehmerische Entscheidung. Im Nachhinein betrachtet, hat sich das gelohnt? Ja, das ist eine unternehmerische Entscheidung, das ist aber auch ein Statement. Und genauso wie wir auf dem Hauptstand Technologie in Verbindung mit Nachhaltigkeit spielen, spielen wir hier das Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit Technologie. Und derzeit können wir nur sagen, das hat wunderbar funktioniert. Jede Menge junge Menschen in diesem Pavillon, auch durchaus ältere Menschen. Unsere Azubis und Studierenden betreiben diesen Pavillon. Also von daher kann man nur sagen, ich glaube, wir haben es geschafft, das Thema etwas mehr aus dem nur ingenieurstechnischen Umfeld zu heben. Klasse. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und lassen die Atmosphäre auf uns wirken. Wir schauen mal. Es ist schön hier. Es riecht nach Holz. Es fühlt sich fast so ein bisschen an wie der Schwarzwald. Es sind Geräusche zu hören. Es sind Waldgeräusche, Vögelgezwitscher. Das ist was ganz Besonderes. Hat man so auf einer K noch nie gesehen. Wie kommt das bei den Menschen hier an? Ja, das freut mich, dass das offensichtlich uns gelungen ist, diese Stimmung hier zu generieren, zu kreieren. Und über die Tage beobachtet kann ich einfach nur sagen, ich glaube, es ist ziemlich gut angekommen, weil hier viele Menschen auch einfach mal sitzen bleiben, sich auch Inhalte anschauen, nochmal durch den Kopf gehen lassen, den leckeren Kaffee hier genießen, ein bisschen Pause machen und zum Nachdenken braucht man ja ab und zu auch mal ein bisschen Zeit. Vielen, vielen Dank. Danke. Übrigens, dieses Thema Kaffee genießen, das hat sich auch auf der K rumgesprochen. Es ist angeblich der beste Kaffee auf der ganzen Messe, der hier gereicht wird. Ein weiterer Grund, in den Pavillon zu kommen. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Sie hatten es vorhin draußen angedeutet, vor 2 Jahren, als das mit dem VDMA besprochen wurde, dass es wieder Pavillons gibt im Freigelände, kam die Idee. Aber wer kam letztendlich auf die Idee, hier nicht Maschinen auszustellen, so wie das eigentlich alle tun, sondern Natur auszustellen, Commitment abzugeben, ein Gefühl zu transportieren? Das ist ja außergewöhnlich. Wer kam auf die Idee? Also das ist schon bei uns im Hause entstanden und wir zeigen ja hier auch eine Maschine, aber eben in einer ganz anderen Atmosphäre. Und das war so der Urkern, der Vater des Gedankens, wenn ich das so sagen darf, etwas Außergewöhnliches zu kreieren mit Blick auf die Wichtigkeit des Themas. Also das ist ja hier keine Gimmick-Atmosphäre oder irgendetwas, was sinnlos ist im schlimmsten Sinne des Wortes, sondern es geht darum, hier klarzumachen, dass wir die Verantwortung dieses Unternehmens auch in einen öffentlichen Raum stellen. Und wenn Sie sich das auf der Zunge zergehen lassen, dann stellen wir hier etwas in den öffentlichen Raum und geben damit, würde ich sagen, auch durchaus ein Statement ab. Sie haben einen weiteren kommunikativen Effekt erzielt, indem Sie hier nicht Profi-Standpersonal hingestellt haben, also Kundenberater, Ingenieure, Maschinenspezialisten, sondern Sie haben junge Menschen gebeten, ihre eigenen Azubis gebeten, hier den Standdienst zu übernehmen, um Rede und Antwort zu stehen und damit eigentlich so diesen Fridays for Future-Effekt hierhin transportiert. Wie kommt das bei Ihren Mitarbeitern an und wie kommt das bei den Messebesuchern an?
Ich glaube, dass das sehr gut ankommt bei allen Gruppen, und zwar nicht nur bei unseren Mitarbeitern auf dem Hauptstand, nicht nur bei den Besucherinnen und Besuchern, sondern vor allen Dingen, und das ist ein Effekt, der erst im Laufe dieses Projektes, wenn man so sagen will, entstanden ist, auch gerade bei den Auszubildenden und bei den DHBW-Studenten, also den dualen Studenten des Hauses Arburg. Denn natürlich waren die, als wir sie so langsam im Laufe dieses Jahres mit diesem Projekt in Verbindung brachten, zunächst auch etwas vorsichtig, weil das natürlich auch für die jungen Kolleginnen und Kollegen etwas Außergewöhnliches ist. Und mittlerweile hat sich dieser Flair, dieser Spirit so verbreitet, ist so gewachsen, dass die das einfach super cool finden. Diese K ist anders als alle vorangegangenen Ks, denn es ist nicht nur eine Leistungsschau von Technologiethemen, sondern es sind Gesellschaftsthemen, die hier gespielt werden. Das bedeutet, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft sind alles Themen, die die Menschen da draußen außerhalb dieses Messegeländes auch interessieren und in Zukunft noch sehr viel mehr interessieren werden. Das bedienen Sie auch nicht nur hier im Messegelände, sondern Social Media haben Sie während dieser Messetage massiv befeuert. Das heißt, Sie haben von hier aus diesem Pavillon rausgesendet, mehrmals am Tag, sind in Kontakt getreten mit den Menschen. Ist das die Zukunft der modernen Branchenkommunikation? Das, glaube ich, kann man schon so sagen, dass wir auf viel mehr Kanälen, in viel mehr Medien, viel mehr Zielgruppen, vielleicht kann man sagen, mundgerecht oder adäquat erreichen wollen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass wir hier sogar ein Arburg Greenwald TV aufgezeichnet und ausgestrahlt haben, dann sehen Sie, dass wir in jeder Hinsicht daran interessiert sind, diese Botschaften zu transportieren. Und die Botschaft heißt, wir als Maschinen- und Anlagenbauer haben eine gesellschaftliche Verantwortung. By the way, das war schon immer auch die Stärke des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus, sich gesellschaftlichen Fragen zu stellen. Das war früher mal Energieeffizienz, das war früher mal Produktionseffizienz. Das sind alles Themen, die heute nicht weg sind. Aber wir sind fest davon überzeugt und zeigen das hier auch, dass das Thema Nachhaltigkeit und sinnvoller Einsatz von Kunststoff und auch die Verwertung, dass das eine wichtige gesellschaftliche Frage ist und im Übrigen auch ein Geschäftsmodell für die Industrie. Wenn man draußen am Pavillon vorbeigeht und durch die Scheiben hineinschaut, dann kann man den Eindruck haben, dass hier eine schöne Waldlandschaft aufgebaut wurde. Punkt. Aber es ist viel mehr, denn hier drin gibt es Informationsstände, es gibt Stelen, es gibt Monitore. Sie haben es angesprochen, eine Maschine, die hier nachhaltig produziert. Das bedeutet, es ist eigentlich die Kulisse für eine sehr wertvolle und wichtige Information, die Sie transportieren. Das scheint zu funktionieren, oder? Das heißt, Sie schaffen ja eine Atmosphäre, die auch wirklich öffnet, um bereit zu sein, diese Information aufzunehmen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz richtig und wichtig, was Sie bemerkt haben. Es ist die Atmosphäre. Und wenn ich mir die jungen Kolleginnen und Kollegen hier anschaue, wenn ich mir das Surrounding anschaue, dann merke ich, dass die Besucherinnen und Besucher hier in diesen Pavillon kommen und einfach more open-minded sind. Das heißt, die Atmosphäre ist eine andere. Es ist vielleicht ein leichtes, zunächst mal Irritationselement dabei. Aber wenn ich mir anschaue, und das macht mich sehr, sehr zukunftssicher und auch zufrieden, wenn ich mir anschaue, wie die jungen Auszubildenden und Studierenden hier mit wirklichen Schwergewichten der Branche in die Diskussion kommen. Menschen, die 30, 40 Jahre älter sind und dort Rede und Antwort stehen und auch ihren Plan von der Zukunft hier transportieren, dann finde ich das ein ganz schönes und sehr gutes Signal. Das macht mir wirklich selber auch viel Spaß, hier hinzukommen und mir das anzuschauen. Kann man also sagen, dass Ihr Konzept, das Sie vor 2 Jahren begonnen haben aufzubauen, aufgegangen ist? Ich glaube schon. Also das wird sich natürlich irgendwann auch weiterentwickeln müssen, ein solches Konzept. Man kann das jetzt nicht Jahre und Jahrzehnte so spielen. Aber ich glaube, das, was die Essenz unter diesem Konzept ist und auch der Kerngedanke dieser Idee ist, man muss aus dem Gewohnten noch mal etwas aussteigen, um dann das Gewohnte auch anders zu sehen. Und diesen Perspektivwechsel, den haben wir hier versucht und ich glaube, das funktioniert ganz gut, ja. Zeigen Sie mir die Inhalte des Pavillons? Aber natürlich, sehr gerne. Danke, Dr. Christoph Schumacher. Gerne.